Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. 1969 vor dem Bundeshaus in Bern. Die Schweizer Frauen fordern unüberhörbar ihre politische Gleichberechtigung. Doch erst zwei Jahre später, im Februar 1971, stimmen die Schweizer Männer, die hier noch ausgepfiffen werden, dem Frauenstimmrecht zu. Wie für viele Schweizer Politikerinnen der ersten Generation wurde auch für diese Frau, Lilian Uchtenhagen, der Kampf für das Frauenstimmrecht zum Einstieg in die Politik. Als in ihrem Wahlkanton Zürich die politische Gleichberechtigung der Frau Wirklichkeit wurde, trat sie einer Partei, den Sozialdemokraten, bei und wurde Zürcher Gemeinderätin. 1971 wurde Lilian Uchtenhagen vom Zürcher Volk in den Nationalrat gewählt. Nach nur siebenjähriger Parteizugehörigkeit gehört Lilian Uchtenhagen hier zusammen mit SPS-Parteipräsident Helmut Hubacher im Oktober 1977 zu den Spitzenpolitikern der Sozialdemokraten. Das Zweiergespann Hubacher-Uchtenhagen, meist noch ergänzt durch die Nationalräte Gerwig und Müller, bestimmt wesentlich die Politik der Sozialdemokraten auf Bundesebene. Es gibt innerhalb der sozialdemokratischen Partei sehr ein breites Spektrum. Auf welchem Flügel können Sie sich selber ansiedeln? Nun, die berühmten Flügel rechts oder links sind recht schwer zu definieren, weil sie auch von Problemkreis zu Problemkreis sich ein bisschen anders zusammensetzen. Ich würde meinen, wenn man als links versteht, aufs Parteiprogramm verpflichtet, aber auch in einem weiteren Sinn keine Angst haben vor der Zukunft, sondern Probleme angehen, neue Lösungen suchen, dann wäre ich sicher links, oder zumindest links von der Mitte. Auf der anderen Seite ist natürlich für alle Parlamentarier, die mit parlamentarischen Möglichkeiten arbeiten müssen, hat das zur Folge, dass vor allem unsere intellektuelle Basis uns eher nach rechts will abdrängen, weil wir hier natürlich diese Art von Kompromisspolitik betreiben, die man zum Teil nicht sehr gerne sieht. Sie selber stammen aus gut bürgerlichem Haus und wollen jetzt in einer Partei tätig sein, die breite Arbeitnehmerschaft vertreten will. Kennen Sie den Arbeiter, den Sie vertreten wollen, überhaupt? Ich glaube ja, Herr Rosang. Ich habe aus Überzeugung schon als sehr junges Mädchen in sehr vielen Berufen geschafft. Ich war Zimmermädchen, Dienstmädchen, ich war Serviertochter, war Verkäuferin. Ich kenne die Leute, die arbeiten. Ich weiß auch, was es selber heisst, zu arbeiten. Und überlegt euch, dass wir neben der Grundsatzdiskussion und der Verteidigung dieser und Erreichung dieser Grundsätze auch noch eine andere Pflicht haben. Ich habe ein Mandat übernommen, für jene mich einzusetzen, die Schwächeren sind in diesem Staat, für die Arbeitnehmer, die Eltern, die Jugendlichen. Und es geht mir nicht nur um Grundsätze, es geht mir auch um die Leute, die heute leben. Und ich mache nicht Politik auf dem Buckel dieser Leute. Es geht mir um die Renten der Alten. Politik der kleinen Schritte oder Grundsatzpolitik? Lilian Uchtenhagen verteidigt bei ihren Parteigenossen die praktische politische Kleinarbeit. Das Wort hat Frau Uchtenhagen zur Begründung der Motion der sozialdemokratischen Fraktion. In der Session vom Juni 1977 bestand diese Kleinarbeit unter anderem darin, eine Verstärkung der Bankenkontrolle zu fordern. Worte zum Bankgeheimnis. Die Motive, die bei der Schaffung von Artikel 47 in den 30er Jahren wegleitend waren, haben sich heute in ihr Gegenteil verkehrt. Ich glaube, wir sollten uns darin einig sein, dass es nicht Sinn der Institution Bankgeheimnis sein kann, jeden Lumpen zu schützen. Dies ist die Formulierung von Herrn Leutwiler. Lilian Uchtenhagen fand keine Gnade im Rat. Die Mehrheit lehnte den SP-Reformvorschlag ab. Sie betreiben sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in einem Staat, der solide bürgerliche Mehrheiten hat. Ist das auf Dauer nicht einfach ein bisschen unbefriedigend? Es ist sicher schwierig,
Aber ich glaube, wenn man in die parlamentarische Arbeit einsteigt, dann macht man sich klar, dass man nicht sehr viel erreichen kann, dass es sehr viel Kleinarbeit braucht, um sehr wenige und kleine Reformen durchzusetzen. Aber letztlich muss man doch sehen, dass mit sehr vielen kleinen Reformen eben doch auch etwas Qualitatives verändert wird, dass man auch auf dem Weg vielleicht etwas erreicht. Vor allem, wenn man zurückschaut und vergleicht, wie es früher war, muss man sagen, man hat nicht ganz vergeben politisiert.